Die Sojabohne ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde. Über Jahrtausende wurde sie in Asien für eine Vielzahl von eiweißreichen Lebensmitteln angebaut. Sojamilch, Miso, Tempeh, Edamame, Tofu und weitere leckere Sojaspeisen sicherten die gesunde Ernährung von Millionen Menschen. Doch mit der weltweiten Ausweitung des Anbaus veränderte sich die Nutzung der Wunderbohne. 90% der Sojaflächen dienen heute der Produktion von billigen Futtermitteln und Öl. Dabei ist der Wert der Sojabohne für die Herstellung vollwertiger Lebensmittel ungebrochen. Kaum eine Pflanze bündelt so viel Eiweiß wie Soja. Entsprechend hoch ist die Wertschöpfung bei direkter Verarbeitung zu gesunden, leckeren Nahrungsmitteln. Neben der Sortenwahl entscheidet die Wasserversorgung sowie die Sauberkeit und Sorgfalt bei Ernte und Anlieferung maßgeblich über die Güteklasse der Sojabohnen. Gegen der landläufigen Meinung spielt die Nabelfarbe bei der Tofu-Herstellung keine Rolle. Viel wichtiger ist der Eiweißgehalt. Hoher Eiweißgehalt bringt hohe Ausbeute und vor allen Dingen die Eiweißqualität. Wir brauchen eine gute Aminosäurenqualität und das hängt eben in erster Linie an der Sojasorte. Außerdem muss der Geschmack passen. Wir wollen keinen bohnigen Geschmack, keinen bitteren oder muffigen Geschmack, sondern einen neutralen, eventuell leicht süßlichen Geschmack. Und auch das wird in erster Linie durch die Sojasorte bestimmt. Dank umfangreicher Zuchtprogramme sind mittlerweile mehrere ertragsstarke Tofu-Sojasorten für den deutschen Anbau verfügbar. Grundvoraussetzung für hohe Eiweißgehalte ist natürlich eine gründliche Saatgutimpfung. Hier liegt die häufigste Ursache für niedrige Eiweißwerte. Der Eiweißgehalt hängt von der Wasserversorgung zur Hülsenfüllung im Hochsommer ab. In trockenen Jahren und ohne Beregnung liegt er häufig um 2 Prozentpunkte tiefer. Bei extremer Dürre kann es zu notreifen grünen Körnern kommen. In seltenen Fällen sind diese nur noch als Futter verwertbar. Durch den tiefen Hülsenansatz bei der Sojabohne müssen wir das Schneidwerk tief führen. Und da ist besonders, wenn man für Tofu Soja produziert, darauf zu achten, dass man keine Erde und keine Steine reinbekommt. Steine machen uns die Mühlen kaputt und Erde ist natürlich ein hygienisches Problem bei dem sensiblen Produkt Tofu. Darüber hinaus ist der Zeitpunkt der Ernte entscheidend. Sobald eine Feuchte um 14% erreicht ist, wird gedroschen. Reife Bohnen, die lange im Regen stehen, können verpilzen. Mykotoxine sind zwar bei Soja kein Thema, trotzdem sollten Speisewaren zum erstmöglichen Zeitpunkt vom Feld geholt werden. Wird zu trocken gedroschen, entsteht eine Menge Bruch, der nur noch als Futter verwertet werden kann. Die Trocknung der Sojabohnen nach der Ernte ist ein sensibler Prozess. Da kann man viel Schaden machen. Deswegen wird im Tofu-Bereich in der Regel direkt ab Feld angeliefert und die Trocknung vom Erfasser gemacht. Futtersojabohnen kann man auch auf dem Betrieb trocknen und dann erstmal lagern und im Winter vermarkten. Bei Tofu-Ware ist das nicht optimal. Mit Tofu-Soja lassen sich um 10-15% höhere Preise erzielen. Darüber hinaus bieten Qualitätsverarbeiter Sicherheit, indem sie die Preise bereits vor der Aussaat festlegen und stabil halten. Am Ende entscheidet natürlich auch das Herz des Landwirts, ob für den Futtertrog oder direkt für den Teller angebaut wird. Wir haben mit dem Sojaanbau 2007 angefangen und dann mit Speisesoja. Damals wurde eben Speisesoja auch noch sehr stark gesucht und wir haben gedacht, das ist eigentlich ein gutes Produkt, in dem wir dann zur menschlichen Ernährung beitragen können und das Eiweiß für die menschliche Ernährung eben aus der Region kommt und unser Soja eben nicht im Futtertrog landet.